Zu Beginn eines neuen Jahres nimmt man sich gerne etwas vor, diese berühmten guten Vorsätze. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auch wir wollen uns was vornehmen für 2014. Wir finden nämlich jetzt schon die besten Aktienstories für das neue Jahr. Bei mir Alfred Maidorn vom Anlegermagazin Der Aktionär, der Guru für Technologieaktien. Sie sind ja regelmäßiger Gast bei uns im Programm als der Erfinder der Maidorns Minute. Also Sie sprechen über 6 Aktien, haben eine Minute Zeit, also pro Aktie 10 Sekunden. Wie viel Stress ist denn das eigentlich? Naja, es hält sich in Grenzen. Also zumindest ist es recht kurzweilig. Man muss sich natürlich schon ein bisschen vorbereiten und das auf den Punkt bringen, was nicht immer so einfach ist. Aber eigentlich macht es sogar Spaß, denn man hat auch viel mehr Freizeit dann danach. eine Minute arbeiten am Tag und den Rest frei. Ja. Das ist, lassen Sie das bitte nicht Ihren Chef hören. Können Sie sich das alles merken oder gibt es da so Regieanweisungen aufs Ohr? Oder? Ja, ich kriege ab und zu mal schon mal einen Tipp, wenn ich mal die Aktie nicht mehr weiß, die als nächstes kommt. Aber es ist so ein bisschen wie in der Schule, so ein bisschen auswendig lernen, aber das trainiert das Gehirn. Brauchen Sie jetzt von mir irgendwie Regieanweisungen? Oder kriegen? Wenn ja, dann melde ich mich. Alles klar. Sie haben jetzt, wollen wir es vielleicht gleich mal durchtesten, Sie haben jetzt 20 Sekunden Zeit. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass Sie über die Aktien des Jahres 2014, Ihre Aktien des Jahres 2014 sprechen. So ein bisschen was Spekulatives, ein bisschen was Konservatives und wirklich ganz was Heißes. Und mir auch ganz kurz eine ausführliche Begründung und Analyse dazu geben. Und los geht's. Also aus dem konservativen Bereich, da ist meiner Meinung nach Apple interessant. Das war letztes Jahr nicht so, oder diesem Jahr nicht so die erst gute Investment, aber im nächsten Jahr sieht das ganz gut aus. Zum einen, die Aktie ist günstig bewertet, dann wird man wahrscheinlich im nächsten Jahr doch einiges an neuen Produkten erwarten können von Apple, endlich. Und man ist mittlerweile auch auf dem chinesischen Markt, also alles drei Faktoren, die für ein gutes Börsenjahr für Apple sprechen. Dann aus dem spekulativen Bereich haben wir eine interessante Aktie aus dem Bereich Social Networks. Da kennt man ja eigentlich Facebook, aber diese Firma kommt aus China, nennt sich YY und ist Facebook um Längen voraus, weil man auf Bewegtbild setzt, weil man eine viel bessere Technologie hat und weil man viel stärker wächst und auch noch günstiger bewertet ist. Und spekulativ ist sehr spannend eine Firma, die zweidimensionale Filme in 3D-Filme umwandelt, darüber hinaus noch Software-Fantasie hat und ein Filmportal betreibt. Ein kleines Unternehmen aus Kanada, was ganz groß rauskommen kann. Wunderbar. Waren jetzt ein paar Sekunden mehr als die 20 Sekunden, aber es sei Ihnen gestattet. Ich habe natürlich Verständnis dafür, das steckt in Ihnen drin, also dieses Getaktete in 10 Sekunden. Was mich jetzt ganz besonders wundert, Sie sagt am Anfang, so der Top-Tipp konservativ für 2014 ist die Apple-Aktie. Jetzt hat Ihr Kollege Martin Weiß, mit dem hatte ich gesprochen, im Rückblick auch aus diesem Bereich Technologie, hat gesagt, für ihn war rückblickend Apple die Enttäuschung des Jahres 2014. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz gemeinsam den Einspieler an und sprechen dann, warum alles 2014 für Apple besser werden soll. Für Apple-Aktionäre geht ein enttäuschendes Jahr zu Ende. Der Aktienkurs bleibt deutlich hinter der Entwicklung der letzten Jahre. Großartige neue Produkte sind unter dem Nachfolger von Steve Jobs Mangelware. Die neuen iPhones und iPads sind eine Produktpflege und keine Innovationen, für die der Konzern mit dem Apfel berühmt ist. Trotzdem sehen die Vorzeichen für 2014 gut aus. Apple verteidigt seine starke Marktposition in den USA und verzeichnet erste Erfolge im Kampf gegen weltweit sinkende Marktanteile. Besonders der Vertrag mit China Mobile, dem größten Mobilfunkanbieter Chinas, kann im neuen Jahr Apples Position stärken. Über 700 Millionen neuen Kunden werden im Riesenreich Apple-Produkte zum Vorzugspreis angeboten. Damit lässt sich der aktuelle Marktanteil von 5% in China deutlich steigern. Im Frühjahr 2014 will Apple-Chef Tim Cook neue Produkte präsentieren. Besonders die iWatch oder ein Apple-TV-Gerät werden neben dem neuen iPhone mit Spannung erwartet. Neben neuen Produkten spricht aber auch die gute finanzielle Ausstattung für Apple. Im nächsten Jahr soll ein Aktienrückkauf starten und die Dividende erhöht werden. Großaktionär Carl Icahn verspricht sich davon innerhalb der nächsten 3 Jahre Kurse bis $1,250. Im Vergleich zu heute würde sich der Aktienwert damit mehr als verdoppeln. 2014 könnte also es für Apple besser laufen. Alfred Maidorn, was könnte besser laufen und vor allen Dingen warum? Naja, vor allen Dingen für die Aktionäre am wichtigsten, der Kurs könnte besser laufen, denn 2013 war ja ein tolles Börsenjahr, allerdings für Apple-Aktionäre nicht. Die Aktie hat sich zwar von ihren Tiefskursen erholen können, aber unterm Strich so gut wie gar nicht an Wert zugelegt. Das war natürlich enttäuschend, aber immerhin, man hat sich positioniert für das neue Börsenjahr, man hat seine Produkte alle mal aufgefrischt und 2014 dürfte es dann mal endlich was Neues geben. Also das könnte die große Überraschung werden und bis zu den Höchstkursen ist ja auch noch jede Menge Luft, also das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber
Wie viel Prinzip Hoffnung ist dabei? Wenn es einer sagt, ach, das war für mich einfach 2013, war es eine Enttäuschung, diese Apple-Aktie. Und Sie sagen jetzt, 2014 starten die durch. Steve Jobs, den kann man ja nicht wieder lebendig machen. Und an ihm hängt ja sehr viel. Und er ist ja derjenige gewesen, der hier mit Innovationen, mit Visionen an den Markt rangegangen ist. Und er fehlt ja. Das ist ja nicht wegzudiskutieren. Ja, natürlich fehlt er. Aber ich meine, man kann natürlich auch nicht jahrelang sagen, ohne Steve Jobs gibt bei Apple gar nichts. Ich meine, Apple hat auch sehr gute Entwickler. Man ist dabei, neue Produkte zu entwickeln. Das seit Jahren. Aber was bringen diese neuen Entwickler? Naja, das muss man mal abwarten. Also zum Beispiel ein größeres Smartphone, das Apple TV kann immer noch kommen, die iWatch kann kommen. Es gibt so viele Möglichkeiten und dieses Jahr wird was passieren, es muss auch was passieren. Und alleine die Vorfreude darauf kann den Kurs schon nach oben treiben. Und man muss ja wissen, Apple ist natürlich auch alles andere als hoch bewertet. Im Moment mit dem KGV von 12, es ist nicht teuer, da ist viel Luft nach oben drin. Es wird was passieren, sagten Sie, es muss was passieren. Das impliziert aber, wenn dann die Apple-Entwickler nicht liefern 2014, dann ja, sitzen wir in einem Jahr da und sprechen wieder über Apple im Rückblick als die Enttäuschung des Jahres. Ja, man hat ja auch 2013 gesehen. Also wenn Apple mal keine super Innovation auf den Markt bringt, dass die Aktie sich trotzdem stabil halten kann, das kann natürlich passieren, aber es spricht doch vieles dafür, dass Apple mit eigenen neuen Produkten auf den Markt kommt. Also alles andere wäre wirklich eigentlich gar nicht mal nachvollziehbar. Und diese iWatch, die immer wieder genannt wird, ist für Sie mehr als ein Marketing-Gag? Ein bisschen mehr schon. Es ist sicherlich das Produkt, was jetzt hunderte von Milliarden Umsatz erzielen wird, was jeder Zweite sich um den Arm bindet. Aber es ist ein Produkt, das durchaus reelle Umsätze erzielen kann, was auch hohe Gewinnmargen wahrscheinlich abwerfen wird. Aber da gibt es natürlich andere Sachen, die viel wichtiger sind, wie zum Beispiel vor allen Dingen Smartphones mit größeren Displays, die ja gefordert werden vom Markt. Und da muss Apple reagieren und das wird man auch tun. Also Sie legen sich fest, Ihr Top-Tipp konservativ 2014 ist die Apple-Aktie. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Sie hatten uns in Ihrem Eingangsstatement noch mitgebracht, YY, ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Karaoke auseinandersetzt. Also ich war hin und wieder in Asien unterwegs, in Singapur, in China, in Korea. Dort sind diese Karaoke-Bars sehr beliebt. Man trinkt dort sehr viel, man unterhält sich sehr gut und hin und wieder singt man auch. Und die Asiaten lieben das. Und das bringt man jetzt ins Internet. Ja, das ist natürlich ein konsequenter Schritt. Es gibt natürlich viele Chinesen, die wohnen auf dem Land, die haben eben nicht die Karaoke-Bar um die Ecke. Oder aber auch viele Chinesen, die einfach zu Hause sitzen wollen und sich an Karaoke erfreuen. Und das bedient nun YY, indem man, wenn man denn meint, man kann gut singen, sich eine kleine Webcam holt, ein Mikro holt. Das Lustige ist ja, wenn man nicht gut singen kann. Ja, man kann das. Ja gut, dann hat man natürlich weniger Zuschauer. Aber die guten Sänger haben teilweise bis zu 20.000 Zuschauer gleichzeitig oder Zuhörer. Und wer verdient Geld dabei? Geld verdienen diejenigen, die das machen. Die bekommen dann von denen, die zuhören, Geld. Wenn einem das gefällt, kann man freiwillig da Geld überweisen. Okay. Und davon schneidet sich YY einen Teil ab und keinen zu kleinen Teil. Und man verdient damit sehr gut Geld. Und man kann natürlich nicht nur Karaoke machen, man kann auch anderen beim Spielen zuschauen, bei Online-Gaming zum Beispiel. Man kann Produkte vorstellen über diese Videoplattform. Es ist eigentlich eine Videoplattform, die vielseitig einsetzbar ist, aber in erster Linie im Moment hauptsächlich für Karaoke und für Gaming. Und hauptsächlich dann für den chinesischen Markt? Ja, das ist im Moment auf China beschränkt, aber es ist natürlich möglich, da international auch zu expandieren jederzeit. Und da kommt ein Anleger hierzulande, kommt da ran? Ja, die Firma ist an der Nasdaq notiert in den USA, wird aber auch in Deutschland rechtlich gehandelt. Das ist kein Problem. Und kann man auch hierzulande dort mitsingen? Das weiß ich nicht. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, aber ich habe noch keine Webcam installiert. Also ich muss da noch ein bisschen unter der Dusche üben vorher. Ja. Na, das wäre doch mal ein Ziel für 2014. Ja, aber nicht meins. Du singst unter der Dusche, singe doch auch mal auf dem Weg im Bus ins Büro oder solche Geschichten dann. Ja, das ist so ein Tipp, den man immer wieder hört bei den Glücksratgebern, weil Singen macht irgendwo ein Stück weit frei dann an dieser Stelle dann. Also YY Inc., Ihr Top-Tipp spekulativ, und dann hatten Sie gesagt Generate, eine Aktie, die mehr oder weniger durchstarten muss, kennt jetzt auch nicht jeder. Sie sagten, da wird umgewandelt von 2D-Filmen in 3D-Filme, und auch damit kann man Geld verdienen? Ja, damit kann man sogar recht gutes Geld verdienen. Es ist natürlich sehr personalintensiv, man muss sich das so vorstellen. Zum einen kann man komplett 2D-Filme auf 3D-Filme hochskalieren, wie man das zum Beispiel mit Titanic gemacht hat. Man hat ja den Film jetzt neu herausgebracht in 3D. Aber auch in der 3D-Variante geht es ja unter am Ende. Ja, also okay. Der Film, nicht die Aktie, der Film. Ja.
Im Film geht auch die Titanic da unter, logischerweise. Und es ist natürlich sehr aufwendig. Man muss wirklich jede Szene einzeln bearbeiten. Und das können nur sehr wenige Firmen. Generate gehört dazu und hat eine Technologie, die der Konkurrenz angeblich voraus ist. Und das ist eine spannende Geschichte. Und selbst bei Neuproduktionen in 3D müssen viele Szenen nachbearbeitet werden, weil man mit diesen riesigen 3D-Kameras eben nicht alle Szenen filmen kann. Also hier muss viel nachbearbeitet werden und da gibt es nur wenige Firmen, die das können. Und wird das auch ein Trend sein, dass ja, irgendwann letztendlich alles dann umgewandelt ist in 3D, was für sich die alten Klassiker, die Western-Klassiker oder aus dem alten Rom, Ben Hur, was weiß ich? Gut, 3D-Film ist natürlich ein Trend, der im Kommen ist. Ich glaube, in diesem Jahr waren von den 15 Blockbustern 9 3D-Filme. Also das wird sicherlich so sein, dass immer mehr Filme in 3D gezeigt werden. Die Kinos freuen sich, sie verdienen mehr Geld. Die Studios verdienen mehr Geld, weil die Eintrittspreise auch höher sind. Und der Markt ist ja nicht beschränkt auf Europa und die USA. Der chinesische Markt kommt jetzt ganz stark. Auch hier hat Generate eine neue Kooperation, um auch hier mitzumischen. Also das ist ein ganz klarer Wachstumsmarkt und eine sehr spannende Geschichte. Wie finden Sie denn eigentlich solche spannenden Geschichten? Wir haben jetzt da YY Inc., Karaoke-Portal, Generate, ein Unternehmen, was 2D-Filme umrechnet in 3D-Filme. Gut, Apple, das kenne ich auch. Ja gut, das ist ja mein Job. Ich muss ja irgendwas machen den ganzen Tag und ich suche halt nach spannenden Stories. Das macht man entweder, indem man viel liest, indem man sich viel informiert im Netz, indem man viel mit Leuten spricht, indem man auch ein bisschen durch die Welt reist. Also zum Beispiel war ich jetzt in Kanada und in den USA und habe mir da ein paar Firmen angeschaut, unter anderem auch diese Firma Generate. Also das ist schon der Job, ist ein Job, der Spaß macht, aber auch eben viel Zeit braucht. Und wenn was dabei rauskommt, umso schöner. Sie haben eingangs gesagt, Sie müssen ja nur eine Minute am Tag arbeiten, den Rest können Sie dann solche Sachen suchen. Herr Maidon, vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für die vielen spannenden Interviews in 2013. Und ich freue mich auf noch mehr spannende Interviews 2014. Ich mich auch. Ja, und meine Damen und Herren, das war unser Jahresausblick 2014. Und was auch immer Sie sich vorgenommen haben, ich wünsche Ihnen, dass Sie dann in 12 Monaten ganz zufrieden zurückblicken werden.